Was für ein Plan hast du eigentlich schon Implantate jetzt drin? Hab's gerade nicht im Kopf. Ja, ich hab's auch noch nicht im Kopf, aber demnächst kommen die dann. Also, mir Welche wurden jetzt Länder? welche geschenkt von, wer war es denn? Oh Mann, ich vergesse das immer, es tut mir leid. Was für ein Level? Warte. Es ist einmal, oh, das schöne genolischen Core Augmentation CA1. Und dann noch so ein Oh, jetzt hören wir Standard schießen, Leute. Neuralbooster mit plus 4. Der gibt So, Drohnen plus 3, zurückholen. nicht plus 4. Echt? Moment, bei mir ist er plus 4. Bei mir gibt es nur plus 3. Was für eine ist das? Lies mal Ich vor. muss doch mal raus, ich muss doch mal raus jetzt. Ist Bullshit. So, ich liebe meine zweites Paar Drohnen, was ich dabei habe. Meine Salvaging-Drohnen. Bei denen hier lohnt sich das Salvage schon wieder. Ja, schon. Oh, was hat der denn da gemacht, der Salvage Lord? Repariert mich da. Jetzt muss ich mich bedanken. Danke, Kytore, dass du mein Schild repariert. Bin ich voll nett von dir. Ey, kann mich zufällig jemand reparieren? Armor? Eigentlich eher Schild, also Armor ist noch angeschlagen. Also noch nicht kaputt halt. Ja, das fliegt zu mir. Also wenn einer die Mission salvagen will, dann zieh ich sie wieder zurück. Nee, mach mal. Jetzt gehen wir eh gleich weiter, von daher. Machst du lieber einen Bookmark und komm dann noch das her oder so. So, ich fliege in deine Richtung. Er hat mich gerade noch was beschossen. Du wirst vom Schlachtschiff angegriffen. So, die Ach, Mission ist fertig. scheißegal. Dann fliege ich mal zu meiner Ganz Mission. richtig. Jo, alles klar. Boah, ich muss echt mal die Reichweite erhöhen hier. 27 Kilometer, das ist ja ein Witz. Das ist. wollte gerade sagen, das war. Anfängerlevel, Entschuldigung, aber. Jetzt hast du mich beleidigt. Naja, nee, das ist schon echt klar. Oh je, 27. Kann ich schon rauswarpen? Und wir gehen gleich zu Carmen in seine Mission. Ah, Was ich hast du habe da für nichts eine? gebookmarkt. Was hast du für eine Mission? Alles abknallen. Ja, aber wie heißt die Mission? Alles abknallen, dann. Pirateninvasion. Ach, die gleiche nochmal. Soll ich den Scheiß hier noch looten oder rumliegen lassen? Upp, wie du willst, mir ist es gleich. Ich gucke mal. Vielleicht kommt ja irgendwas Tolles raus. Nein, witzig. Ich bin jetzt angekommen. Okay, dann Wer warp ist ist ich? es zu dir. Kamen Otama. Zum Battleship, nach dem Motto. Ich komme nach. Das und noch so ein Container, soll ich ihn auch looten oder da rumliegen lassen? Keine Ahnung, wie wird er? So, ich flieg dann schon mal rein. Jo. Alles klar. Also, das ist das gleiche Spiel wie eben. Wieder Jop, ewig viele Sandschiff-Piloten. das ist genau das gleiche. Und ich muss, glaube ich, gleich nochmal Munition kaufen. Ja, bei mir wird's auch langsam knapp. Ja, ich habe 36.000 noch. nur Thermal- und kinetische Munition dabei. Das ist noch das Beschissene dazu. Wo Thermal habe ich noch 2000 Schuss drin. Meine Info, welches ist das Triggerschiff oder kommt. Hier gibt's kein Triggerschiff, die spawnen einfach nach ein paar Sekunden nacheinander hier weg und dann. Wenn alles voll ist, dann ist alles voll, dann kommt nichts mehr nach. Ich mache trotzdem 1758 Schaden. Nicht schlecht. Vielleicht kriege ich ein paar Millionen aus dem Loot hier. Paar Millionen ist gut gesagt.
Na, ich bin ja noch Anfänger, das bedeutet, dass für mich ein paar Millionen schon ein bisschen viel sind. Und ja, klar, aber Loot? Du kriegst da mehr als ein paar Millionen raus, das habe ich gemacht. Das nehme ich auch. Wenn das gesamte Ding Loot ist, dann kriegst du bestimmt 5 Millionen oder 6 Millionen raus. Also ich habe bei einer Mission habe ich insgesamt 1 Million bekommen, an Kopfgeld habe ich rund 7 Millionen bekommen und an Loot habe ich auch nochmal 15 Millionen bekommen. Mhm. Aber Loot ist viel. In der Regel das Salvage, das teurere. Ja, auch nein, ja. Insgesamt Salvagen und Looten. Ich wurde Warp gescrambled. Mir sind von? Die Ladungen ausgegangen, Broadcast? Ich muss hier raus. Ja, ich schieß ihn gerade ab. Sind irgendwelche Prototypwaffen gut oder ja scheiße? Ah, kommt auf den Meta-Level von den Waffen an. Ab 3 bis 4 ist es halt schon relativ gut vom Verkaufswert her. Aber man kann alles verkaufen. Meta Level 3. Jetzt bin ich das Liebling der Stage. So, ein bisschen ärgern, ein bisschen nachboosten. Ich habe einen Rückboost von 953 HP pro alle 5 Sekunden. Viel. Na, ist das ein X-Large-Ding drauf? Jo. Das andere, der hat nur so rund 300 gegeben. Ich kann dir ein Fitting für die Scorpion Navy geben, damit du kriegst so einen 1000er DPS-Tank. Hast du mir schon gegeben. Achso, nutzt du? Ich muss erstmal sparen. Ja, X-Large. Habe ich noch einen rumliegen? Ja, ich habe eine X-Large Shield Booster, aber es gibt noch andere Teile, die sind nicht gerade billig. Ich helfe dir mal bei der beim Tanken. Ich habe ihn wieder ausgeschaltet, den Booster. Und danke. Ich habe irgendwie Frequenzkristalle gefunden, oder wie es heißt. Munition für Hammer. Jo. Laser-Dingsbumsies. Laser machen ja nur Thermal- und EMP-Schaden. Ja, zeig mir mal einen Laser, der Kinetik-Schaden macht. Ja. Wenn du den wirfst. Das schaffst du bestimmt. Ja, es ist schon heftig, wenn man so die Kristalle auf die Schiffe schießt. So, mit dem letzten Schuss, wo die Kristalle sind, werden die abgeschossen. Das ist wie in Borderlands 2 beim Nachladen, die Waffen, die dann die Granaten explodieren. Disc Thrower. Boah, ich wusste das nicht, dass es sowas gibt und hab's dann gespielt und hab mich dann gewundert, was der da gerade macht, weil der irgendwas weggeschmissen hat, das dann explodiert ist. Bis ich das dann mal gecheckt hab. Borderlands 2 habe ich jetzt auch wieder angefangen zu spielen. Habe ich vor Ewigkeiten das letzte Mal gespielt. Ja, ich wollte das jetzt mal auf schwerer durchspielen. Und macht eure Mission da? Bin ich noch ein bisschen am Looten? Schon bei 3 Millionen angekommen. Ja. Na ja, sammeln nur, wenn du möchtest. Also vermissen tun wir dich auch nicht. Oh. Gemein. Meine Fresse, hier gibt's keine Raketen mehr, muss ich in ein anderes System fliegen. Brauchst du Cruise Missiles? Nein, ich brauche Heavy Missiles und die hier kosten pro Stück 1000, die kaufe ich mir nicht. In den 200 geben. Dann geh nach Cheetah. Ja, da werde ich jetzt hinfliegen, jetzt am Sonntagabend. Na klar. Ich wieder 6 Stunden vorm Gate. Ja, noch ist Platz drin. Vor kurzem bin ich noch reingekommen. Noch ja, ich auch eigentlich. Oh. Ich kann mein Shieldbooster mal ausschalten. Ist alle? Ich bin auf dem Viertel. Es geht noch. Ich bin bei 70% Armor. 60.
drei Schlachtschiffe kriegen meine Armor auf 70% runter. Ich hoffe, dass wir gleich mal eine etwas interessantere Mission kriegen. Eine Angel Extravaganza oder eine Parade oder... Dann zwei Welten wäre auch so lustig. Zwei Welten wäre auch nicht schlecht. Die wäre auch cool, ja. Ich habe die noch nie in Level 4 gesehen. Aber eine Damsel wäre viel lustiger. Das sagt mir jetzt wenn wir die Stabber dabei haben. Die Mission sagt mir jetzt nämlich nichts. Naja. Abwarten. Vielleicht kommt hier eine. Wie lange hast du vor, heute aufzunehmen? Ja, die Mission, dann vielleicht noch eine, das ist dann, ja, ist ganz gut. Dann habe ich erstmal wieder ein bisschen Vorrat. Weißt du, wie ich sehe, ist ja der Vorrat langsam zur Neige gegangen wieder. Echt? Nee, eigentlich nicht. Ich habe nur... Nicht. Kann sein, dass ich einmal vergessen habe, hochzuladen, aber ansonsten habe ich jetzt für die nächste Woche habe ich jetzt ganz Folgen für jeden Tag und sonst. Ja, wenn wir jetzt noch ein bisschen aufnehmen, dann auch für nächste, für die danach die Woche dann nochmal zwei oder so. Ja, okay. Hört sich irgendwie so auch nüchtern an, dass du leider, oh, kannst du nicht nochmal mitfliegen. Erst wieder in zwei, drei Wochen. Nee, ich meine bloß, weil ich dann wahrscheinlich arbeiten muss. Deswegen. Ja, keine Ahnung, aber ich denke mal, ich werde jetzt auch nicht erst in zwei Wochen aufnehmen, sondern auch schon mal, ja, in ein paar Tagen. Nächstes Wochenende spätestens dann. Hat jemand zufällig einen Cargo-Container in der letzten Mission abgelassen oder ist er von dem NPC? Das ist von dem NPC, weil ich habe auch mal kurz meine, Salvager-Drohnen rausgerückt. Habe ich mal zwei oder so abbauen lassen. Nimmst du denn nur auf, wenn du auch spielst, oder spielst du auch ohne aufzunehmen? Also bei, kommt jetzt aufs Spiel an, also bei Eve im Moment nicht so, also mit dem anderen Charakter halt ein bisschen und ansonsten in Borderlands habe ich einen anderen Charakter auch, mit dem dann ein bisschen und sonst, ja, spiele ich halt schon andere Sachen auch, aber das nehme ich dann nicht auf. Spieleception. Ein Spiel im Spiel. So, ich loot noch die Scheiße und dann komme ich zu euch. Und wir sind bald fertig. Oh, dann bin ich vielleicht sogar wieder da, wenn die nächste Mission losgeht. Kannst du dir mit der Scorpion den 115er schnappen? Bei mir ist 110, jo, kann ich machen. Jawohl, warte, muss ich ein bisschen näher ranfliegen. Wäre selbst für mich ein bisschen zu weit entfernt, wegen Aufschaltreichweite. Ich glaube, das war ein guter Loot, was ich gerade gefunden habe. So ein Mega-Anode-Partikel oder wie es heißt. Ich habe 108.000 Kilometer Reichweite. Ja. Na doch, der ist ganz gut. So, dann komme ich gleich zu euch überhaupt. Bisschen anvisieren. Das ging schnell. Und wird abgeschossen.